Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen hier im großen Sitzungssaal des Kreises Heimwetter, wo normalerweise die Kreispolitik tagt. Haben wir jetzt hier unseren Presseraum eingerichtet. Sie haben alle am Freitag die Pressekonferenz in der Staatskanzlei verfolgt, wo wir den Auftakt dazu gegeben haben, eine Studie hier im Kreis Heimwetter durchzuführen, im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen. Und worum geht es dabei? Also wir haben am Samstagmorgen hier gesessen, zusammen mit Herrn Professor Streeck und mit Mitarbeitern aus meinem Haus, und haben erstmal überlegt, wie kriegen wir das schnellstmöglich praktisch umgesetzt. Haben dann geguckt, welches Datenmaterial haben wir in digitaler Form schon zur Verfügung. Das war eine ganze Menge, weil wir ja auch während der ganzen Krisenstabsarbeit immer wieder Wert darauf gelegt haben, auch digital und auch in anschaulicher Form zu wissen, wo stehen wir eigentlich in der Lage. Dann haben wir überlegt, wo kann so ein groß angelegtes Testverfahren praktisch durchgeführt werden, welche Voraussetzungen muss das haben, wie ist das Ganze zu organisieren. Da haben wir das ganze Wochenende, meine Mitarbeiter und Herr Professor Streeck und sein Stab daran gearbeitet, sodass wir heute in der Lage sind zu sagen, heute Nachmittag werden die ersten Tests breit in einer Schule in Gangelt durchgeführt und wir werden dann sukzessive, die Bevölkerung wird sukzessive angeschrieben. Es ist ein repräsentatives Verfahren, Einzelheiten wird natürlich gleich Professor Streeck mitteilen, ein repräsentatives Verfahren gewählt, bei dem dann 1500 Menschen im Idealfall getestet werden, um einfach eine Studie zu machen, die dann auch nicht nur für den Kreis Heinsberg Aussagekraft hat, sondern im besten Fall für Nordrhein-Westfalen oder vielleicht für ganz Deutschland. Das ist das zum technischen Ablauf. Die Frage stellt sich natürlich, wie ist das Ganze für den Kreis Heinsberg zu bewerten? Für uns gibt es natürlich ein wesentlich besseres Bild der Lage, denn wir haben natürlich, ich habe gerade heute Morgen nochmal geguckt, wir haben etwa 8000 Tests hier im Kreis Heinsberg durchgeführt mittlerweile. Das ist, glaube ich, bezogen auf die Bevölkerungszahl des Kreises eine sehr hohe Durchtestung der Bevölkerung. Wir haben auch eine Nachuntersuchung mittlerweile gemacht. Wir wissen, dass rund 560 Personen auch wieder gesundet sind. Ich glaube, das ist auch einmalig hier in Nordrhein-Westfalen. Aber wir tappen natürlich auch bei unseren Maßnahmen in ganz großen Bereichen noch irgendwo im Dunkeln. Das heißt, ich stelle mir das immer vor wie eine dunkle Halle, für die ich kein Flutlicht habe, sondern ich habe einfach nur Testverfahren, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und dann zu wissen, wie ist eigentlich die Lage im Kreis Heinsberg. Und das, was für uns hier im Kreis Heinsberg mit Sicherheit nicht uninteressant ist, nämlich einfach ein viel besseres Bild auch darüber zu bekommen, wie viele Menschen hatten denn beispielsweise eine Coronavirus-Erkrankung, die mild verlaufen ist und die Antikörper gebildet haben. Sie wissen jetzt gar nicht, dass sie wieder gesundet sind, dass sie aber auch einen ganz anderen Blick auf ihre eigene Zukunft haben können. So ist natürlich diese Studie auch wichtig für Nordrhein-Westfalen, vielleicht sogar für ganz Deutschland. Wobei ich mir in den letzten Tagen viel Gedanken darüber gemacht habe, wie ist das eigentlich zu bewerten. Die Wissenschaftler und die Politik, die sind ja in einer einmaligen Situation in Deutschland. In einer nie dagewesenen Komprimiertheit müssen Wissenschaft und Politik zusammenarbeiten. Die Wissenschaft spricht Handlungsempfehlungen aus, entlastet aber die Politik nicht von Entscheidungen. Das Ganze haben wir ja schon bei der Diskussion erlebt, welche Maßnahmen sind eigentlich erforderlich, um das Virus effektiv einzudämmen. Da haben wir natürlich jetzt, ob man das Ausgangssperre oder Kontaktsperre nimmt oder auch hier im Kreis Heinsberg, Erfahrungen mitgesammelt und wir wissen, dass insgesamt Maßnahmen wirken. Das Kurven, das sehen wir gerade hier auch in Heinsberg, verlangsamt werden können, ohne genau zu wissen, was ist eigentlich am effektivsten und was könnte man eigentlich auch wieder aufheben. Aber da muss man auch sagen, wir haben dann die Ergebnisse hier, wir sehen die Verlangsamung der Kurve, aber bewegen uns in einem Bereich der Prognose. Und das kann auch die Wissenschaft nicht leisten. Das ist nicht wie bei einem medizinischen Gutachten, wo man sagt, hopp oder top, wo dann in einem Gerichtsverfahren der Gutachter quasi für den Richter entscheidet, wie ist zu entscheiden, sondern wir bewegen uns hier und da müssen wir uns immer im Klaren darüber sein, egal ob das jetzt im Kreis Heinsberg ist, wo wir demnächst mehr Licht im Dunkel haben werden, oder ob das für ganz Nordrhein-Westfalen oder ganz Deutschland ist, als Politiker in einem Bereich, wo ganz schwierige Entscheidungen zu treffen sind. Und es ist ja die Erwartungshaltung damit verknüpft, dass diese Studie darüber Auskunft geben wird, mit Handlungsempfehlungen, mit Empfehlungen an die Politik, was ist eigentlich Entscheidungsgrundlage dafür, Maßnahmen wieder runterzufahren oder aufzuheben. Aber wissen wir eigentlich, ob das Ergebnis dieser Studie sein wird? Ich denke, man muss ergebnisoffen daran gehen. Und es kann auch gut sein, in diese Richtung muss man denken, dass gar keine Empfehlung rauskommt, jetzt irgendwas aufzuheben, sondern vielleicht auch die Empfehlung lauten wird, lasst doch eine Zeit lang alles so, wie es ist. Die Frage kann ich nicht beantworten. Das werden wir sehen, wenn jetzt in, glaube ich, anderthalb Wochen oder in knapp zwei Wochen
vielleicht die ersten Ergebnisse, die ersten auswertbaren Ergebnisse vorliegen. Ich finde es persönlich hier auf Kreisebene schon nicht einfach, sowas zu entscheiden, wobei natürlich auch die Entscheidung, ob wir jetzt landesweit einheitliche Maßnahmen haben, gar nicht hier in der Hand des Kreises Heinsberg liegt. Ich finde die Entscheidung aber ungleich schwieriger, als die Entscheidung, eine Ausgangssperre oder eine Kontaktsperre zu verhängen. Weil da kann man ja sagen, wir machen das Maximum dessen, was möglich ist, um möglichst viel Leben zu retten. Wenn ich jetzt aber Maßnahmen auflockere, muss ich als Politiker ja auch davon ausgehen, dass ich nur eine reine Prognoseentscheidung treffe und dass je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, wie im Nachhinein gesagt werden wird, da haben sie eine falsche Entscheidung getroffen, das hat viele Menschenleben gekostet. Auch das ist, denke ich mal, für eine parlamentarische Demokratie eine noch nie dagewesene Form der Herausforderung. Wir haben im Grundrechtskatalog den absoluten Lebensschutz verankert. Wir haben parlamentarische Verfahren für wichtige Fragen. Wir befinden uns jetzt hier in einer Situation, wo Politik wirklich das, was sie eigentlich ethisch und juristisch sehr, sehr schwer werden wird, entscheiden muss. Gilt der absolute Lebensschutz? Gibt es eine qualitative oder quantitative Abwägung von Leben? Ich finde das unheimlich schwierig zu entscheiden von Politik. Die Frage, ob und wie sowas zu entscheiden ist, müssen wir aber Gott sei Dank im Kreis Heinsberg nicht lösen. Aber ich wünsche denen, die diese Entscheidung treffen müssen, viel Kraft dabei. Und ich hoffe wirklich inständig, dass die Studie möglichst eindeutige und möglichst gute Empfehlungen ergeben wird, die dann auch wirklich als Handlungsempfehlung dienen können. Denn eins ist auch klar, ich glaube, das merkt man jetzt auch, wir sind in Deutschland nicht in der Situation, wie beispielsweise Ungarn, dass Parlamente sagen, okay, lass mal den großen Staatschef entscheiden, sondern wir sind in einer parlamentarischen Demokratie. Und schon die Frage der Verhängung einer Kontaktsperre oder einer Ausgangssperre hat ja wirklich wichtige verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen. Und die Frage, wie man solche Maßnahmen wieder lockert, wird mit Sicherheit keine kleineren Fragestellungen aufwerfen. Das soll es aus meiner Sicht aber erstmal sein an dieser Stelle. Wir hoffen als Kreis Heinsberg, und da darf ich mich bei der Bevölkerung mal ganz herzlich bedanken, wir haben hier unter dem Hashtag HSBStrong wirklich auch eine Stimmung geschaffen, wo die Leute wirklich gerne bei dieser Studie mitmachen. Meine Telefonzentrale kann nicht veranfragen, ob man mitmachen kann, darf, gar nicht retten. Wir haben natürlich jetzt die Sache auf Gange beschränkt, weil da wirklich auch für den Kreis Heinsberg der Hotspot liegt und da auch noch bitte repräsentative Dinge einzuhalten sind. Da haben wir die Leute jetzt schon identifiziert und die werden in den nächsten Tagen sukzessive angeschrieben. Bitte also darum, jetzt nicht die Telefonzentrale zu überlagern und bedanke mich einfach bei der Bevölkerung des Kreises Heinsberg dafür, dass sie so bereitwillig bei dieser Studie mitmacht. Denn wir sind nicht nur diejenigen, die dann lange im Fokus gestanden haben für die Frage, wo ist es denn besonders schlimm, sondern vielleicht stehen wir dann auch mal im Fokus bei der Frage, wo geht man besonders gut damit um und wo hat man besonders viel getan für Nordrhein-Westfalen, für ganz Deutschland. Bitte, das sei nicht streng. Ja, vielen Dank, Herr Busch, und überhaupt vielen Dank für die Gastfreundschaft, dass wir überhaupt hier, dass wir die Studie durchführen können. Wir reden ja sehr viel, wir reden auch, wir Virologen reden sehr viel im Moment in Talkshows und unser Berufsstand ist ja sehr omnipräsent im Moment. Aber ein Problem eigentlich darauf, wo wir uns immer darauf beziehen als Virologen, sind die Fakten und die Studien, die wir durchführen. Und vieles, worüber wir reden, sind eigentlich nur Modelle. Es gibt überhaupt gar keine Fakten und ich glaube, es ist an der Zeit, endlich Fakten auch zu schaffen für Deutschland. Nehmen wir ein Beispiel. Die Idee ist, wurde auch von der Kanzlerin gesagt, dass 60-70% der Bevölkerung infiziert sein werden. Das beruht auf einer ganz einfachen Rechnung, nämlich dass das Virus im Schnitt eine Person drei weitere infiziert. Während zwei Drittel infiziert sind, also 67%, findet das Virus nicht mehr genug Ziele, um weiter zu infizieren. Daher kommen die zwei Drittel. Das sind sehr einfache Rechnungen, die dahinter stehen. Natürlich sind die auch begründbar, aber am Ende geht es ja für uns, zumindest als klinische Virologen, darum, zu sehen, wie hoch die Durchseuchung ist, wie viele Menschen in so einem Szenario, wie wir es hier entgangelt hatten, überhaupt von dem Virus getroffen sind. Der Kreis Heinsberg gibt für uns eine einmalige Chance, weil im Kreis Heinsberg das Virus an einem ganz bestimmten Datum in den Ort gekommen ist. Am 14., 15.2. nämlich während des Karnevals. Und wir können von dort aus ausgehend Errechnungen erstellen und bestimmen, wie hoch eigentlich die Dunkelziffer zum Beispiel gewesen ist.
Da kursieren ja auch viele Annahmen, ob jetzt 3% Dunkelziffer, 10% Dunkelziffer. Heute Morgen hatte ich gehört, dass vielleicht 6% Dunkelziffer sein sollte. Aber Politiker können am besten agieren, wenn sie Fakten haben und auf denen sie auch Entscheidungen treffen können und indem wir relativ genau die Dunkelziffer bestimmen können. Also wo wir nicht mehr nur reden und modellieren, sondern ganz konkret wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist und wie viele sich bei bestimmten Ereignissen infiziert haben. Ich persönlich sehe, wir steuern auf ein komplett ethisches Dilemma geradezu, wenn wir nicht schon in einem ethischen Dilemma sind. Das sage ich als Bürger, das sage ich nicht als Virologe. Aber ich glaube, wir Virologen haben die Aufgabe gerade, zumindest Empfehlungen auszusprechen, dass wir eine Verhältnismäßigkeit erreichen. Das sind Juristenwörter, aber ich glaube schon, dass es am Ende darum gehen wird, wirklich zu wissen, wie hoch die Sterblichkeitsrate durch das Coronavirus ist im Vergleich zu den Existenzen, die wir gefährden, wo vielleicht auch wieder Leben kann. Das ist etwas, was wir Virologen nicht sagen können. Das ist etwas, was die Politik entscheiden muss. Aber wir müssen den als Virologen den Politikern eben die Fakten geben, dass sie solche Entscheidungen geben, fällen können. Auch werden wir nur Empfehlungen aussprechen können, wir werden nicht die Entscheidungen treffen. Die liegen woanders. Ganz konkret von der Studie, was wir machen werden, ursprünglich dachten wir eigentlich, dass wir mit 20 Studenten nach Heinsberg gehen würden. Die Zahl hat sich verdoppelt auf 40 Studenten. Es kam eine unheimliche Resonanz von den Studenten vom Uniklinikum Bonn. Auch mit einer wahnsinnigen Mitarbeit aus der Fakultät, mit Herrn Professor Exner, Herrn Günther Hartmann, dem Leibniz-Preisträger und Leiter des Exzellenzclusters und vor allem auch vom Direktor der Klinik, Herrn Professor Holzbrecher. Sodass wir hier sowohl die Biobank involviert haben, wir haben das Studienzentrum involviert und sehr viele Studenten und Mitarbeiter aus der Hygiene und Virologie. Wir haben uns den Kreis Gangelt vorgenommen, oder die Gemeinde Gangelt, nicht den Kreis Gangelt, die Gemeinde Gangelt vorgenommen, weil es dort sehr viele Infizierte bereits gibt, sehr viel gemessen wurde. Und wir haben dort aus den rund 12.000 Einwohnern eine repräsentative Stichprobe mit der Biometrie der Uni Bonn gezogen. Mit einem Telefonat mit Forsa konnten wir abstimmen, dass die Stichprobe auch wirklich repräsentativ ist und werden dort ausfinden, wurden jetzt 1000 Individuen vom Kreis Heinsberg, von der Kreisverwaltung Heinsberg angeschrieben und aufgefordert, zur Studie zu kommen. Wir richten uns nach einem Protokoll der Weltgesundheitsorganisation, was quasi als ein Entwurf online gestellt wurde, nachdem man sich richten sollte, damit unsere Ergebnisse auch vergleichbar sind mit den Ergebnissen in Finnland, vergleichbar mit möglichen Ergebnissen in Südafrika und in China. Wir werden bei dieser Studie Familien einladen, damit wir nicht nur verstehen, wie hoch die Dunkelziffer ist, sondern auch, wie die Übertragung in den Familien ist. In einem zweiten Schritt, geleitet vom Institut für Hygiene, von Frau Dr. Schmidhausen, werden wir Proben nehmen von der Umwelt, was bereits schon im Gange ist in den letzten Wochen. Da kann Frau Schmidhausen vielleicht gleich noch was zu sagen. Und wir werden in zwei weiteren, kleineren Studien einmal zurückgehen zum Karneval, gedanklich, und die Frage stellen, warum sich einige infiziert haben, aber viel interessanter eigentlich, warum sich einige nicht infiziert haben. Damit man daraus vielleicht Empfehlungen ableiten kann, wo man besser festlegen kann, wodurch eine Infektion eigentlich zustande kommt und wodurch vielleicht keine Infektion zustande kommt. Was uns Virologen natürlich aufgefallen ist, dass dort, wo wild und groß gefeiert wurde, wie in der Trompete in Bonn, in Ischgl, wo der Barkeeper infiziert war,
in Bergamo beim Fußballspielen und im Elsass bei einer christlichen Feier und dann hier in der, beim Karneval, dass dort die meisten Infektionen passiert sind. Da ist für uns die Frage, was ist dort, was es sonst im normalen Leben nicht gibt und können wir daraus Handlungsanweisungen ablesen, die vielleicht hilft, die Ausgangsbeschränkung ein wenig zu reduzieren. Wir werden auch sehr genau mit der Hygiene zusammen uns die Pflegeheime und Krankenhäuser anschauen, um dort Handlungsanweisungen abzulesen, was gut ist im Schutz für die, die wirklich Schutz brauchen. Und wir werden uns die Kindergärten anschauen, ob Kinder Überträger sind auf Erwachsene. Insgesamt ist es natürlich eine sehr umfangreiche Studie. Wir werden nicht alle Antworten nächste Woche haben. Das muss ich vorausstellen und wir werden auch nicht Ende dieser Woche Ergebnisse haben, auch wenn da natürlich viele drauf schauen. Aber wir werden zumindest einige Ergebnisse nächste Woche haben, worauf basierend man vielleicht auch einige Entscheidungen treffen kann. Zu den Abstrichen in der Umwelt und auch was wir vielleicht bereits gefunden haben, würde ich das Mikrofon an Frau Schmidhausen geben, die Damen vor Ort zu sagen hat. Vielen Dank. Ja, genau. Wie Herr Professor Strick gerade schon vorgezeichnet hat, können wir jetzt erstmal die große neuroepidemiologische Studie eben mit den ganzen Personen bis zu eben 1000 Personen und 500 Haushalte. Was natürlich die Menschen interessiert, ist eben nicht nur ihr eigener Status oder der ihrer Familie bzw. der Haushaltsmitglieder, also der Person, die unter einem Dach wohnt. Wenn wir diese Einheit Haushalt uns anschauen, dann ist natürlich auch ganz praktisch gedacht im normalen Leben, was kann ich jetzt noch machen, welche Einschränkungen gibt es jetzt für mich direkt? Darf ich jetzt mein Handy nicht mehr weitergeben? Welche Türklinken darf ich anfassen? Das können Sie fragen. Was muss ich alles jetzt desinfizieren? Was darf ich noch essen? Das ist natürlich das, womit sich auch jetzt jeder Bürger langfristig beschäftigt und sich Gedanken dazu macht. Und da möchten wir gerne Klarheit reinbringen und selbstverständlich würde es ja auch Sinn machen, das macht Sinn, das ist auch unser Ziel, die Daten, die Gesundheitsdaten, die seroepidemiologischen Daten der Menschen, die getestet werden, auch natürlich zu verknüpfen mit den Umweltdaten. Denn nur wenn man auch die Umgebung, wo sich ein Mensch aufhält, auch verbindet und daraus geschlüsselt, ist das Einzige, was wir schlussendlich auch ganzheitliche und nachhaltige Präventionsmaßnahmen daraus ableiten können. Das heißt, wenn sich tatsächlich zeigen sollte, dass in der Umwelt weitere Reservoire für dieses Virus zu finden sind, dann wäre das wieder ein Anknüpfungspunkt für weitere Präventionsmaßnahmen. Aktuell zeichnet sich das noch mit den bisherigen Daten nicht im gänzlichen Fall ab. Deshalb möchten wir eben bei einigen weiteren Haushalten der Population, die jetzt repräsentativ eben ausgewählt worden ist, nochmal Umweltdaten ergänzen. Weil wir können keine Schlüsse ziehen, nur ohne die grundsätzlichen Humandaten, wenn sich wir uns schlussendlich wieder auch frei bewegen wollen in einer gemeinsamen Umwelt, dann werden wir auch diese Aspekte mit einbeziehen. So, sind Fragen Ihrerseits? Ja, Professor Strick, Sie hatten gesagt, zwei kleine Studien, Sie haben aber, glaube ich, nur eine genannt, und zwar zum Karneval. Das ist die zweite. Ja, die zweite kleinere Studie hatte ich auch genannt, dass wir uns die Krankenhäuser und die Kitas anschauen wollen. Dann vielleicht gleich dazu. Gagel hat 12.000 Einwohner, sie untersuchen 1.000 Personen, das sind nicht 10%. Aber wann ist eine Studie repräsentativ? Eine repräsentative Stichprobe, ja, die wir ziehen, das kann man schon ab 100 Personen. Bei 12.000. Okay. Es geht dabei vor allem um die Altersverteilung, den Altersdurchschnitt, Verteilung von Geschlecht. Beruf ist natürlich eine Frage dabei und Ausländeranteil. Das sind die Daten, auf die auch Forsa zurückgreifen kann und die wir auch über das Einländermeldeamt haben. Mhm. Dankeschön. Herr Professor Strick, eine Frage. Hat es eine solche Untersuchung in diesem Stile
bei einem anderen Vorfall schon mal gegeben, oder ist das wirklich in jeder Hinsicht eine Pilotuntersuchung? Es ist in jeder Hinsicht eine Pilotuntersuchung. Sowas hat es auch bei den anderen großen Ausbrüchen nicht gegeben. Also sprich in Wuhan, in Shenzhen hat es das teilweise gegeben, aber es wurde nicht in Ischgl-Trompete oder im Elsass gemacht. Ich war selber überrascht, muss ich sagen, dass das Robert-Koch-Institut nicht von vornherein diese Studie selber hat durchgeführt, weil das Interesse der Eindämmung ist ja auch ein bundesweites Interesse. Umso mehr hat es mich gefreut, dass die Landesregierung uns dann den Auftrag gegeben hat. Lastet da jetzt nicht ein unheimlicher Druck und Verantwortung auf ihn, weil die Politik ja vielleicht sich da nicht dazu ziehen kann oder sagen, wenn Sie eine Empfehlung aussprechen, kann die ja bald reichen mit uns machen. Nun, alles, was wir machen können, ist eine Empfehlung auszusprechen, aber den Druck spüre ich auch, da muss ich Ihnen recht geben. Wir können nur eine Empfehlung aussprechen und am Ende kann es auch so sein, dass wir sagen könnten, womit ich selber nicht rechne, aber sagen könnten, nein, die Maßnahmen sind wunderbar, auf keinen Fall zurückfahren. Auch wenn alle im Moment das Gegenteil erwarten und ich persönlich auch das Gegenteil erwarte, aber das werden erst die Daten aus der Studie zeigen. Das ja. Ist noch fast größerer Druck. Sie haben ja eben gesagt, dass also frühestens eigentlich Ende nächster Woche so die ersten brauchbaren Daten zur Verfügung stehen. Ab wann rechnen Sie denn mit einem Ergebnis, das auch eine seriöse Empfehlung zulässt? Wir können für Teilbereiche schon vorher die Fakten zur Verfügung stellen, wo wir auch glauben, dass wir Ende nächster Woche da diese Daten, die wichtigen Daten haben. In den Bereichen von in den Bereichen von gerade den Infektionsketten im Bereich, beim Karneval, im Bereich von Kindergarten und Krankenhäusern, müssen wir sehen, wie schnell wir da die Daten zusammenbekommen. Das sind auch Bereiche, wo man sehr genau schauen kann, ob man da, dass man da nicht zu früh falsche Empfehlungen macht, gerade wenn es um die vulnerablen Personen geht. Aber wir hoffen, dass spätestens in 4 Wochen die ganze Studie komplett abgeschlossen wird, in 2 Wochen wir die ersten Ergebnisse haben. Das ist ja ein enorm, ich weiß nicht, ob das vorhin rausgekommen ist, ja ein enormer logistischer Aufwand, alleine die Studie so zu konzipieren, dass wir Materialien für alle haben und für alle Personen, die geschützt werden müssen von unserem Team. Bin ich schon überrascht, was wir jetzt heute wirklich loslegen können. Die Einrichtungen, die Sie untersuchen, liegen die auch alle in Gangelt oder werden Sie auch andere Krankenhäuser dazu nehmen? Im Moment nur in Gangelt. Ich habe eine Frage, was die Vorgehensweise betrifft. Das heißt, die Menschen werden eingeladen, gibt es darum, Fragebögen auszufüllen oder werden da auch nochmal Tests gemacht? Also, ganz genau, das wird einmal werden Fragebögen, Menschen mit des Fragebogen befragt. Wir werden einen Abstrich nehmen, wir werden Spucke einsammeln und wir werden Blut abnehmen. Anhand des Abstriches können wir ablesen, ob jemand gerade infiziert ist oder eine kürzliche Infektion hatte, weil das Virus sich einfach bis zu 4 Wochen im Rachen halten kann. Anhand des Blutes können wir nachweisen, ob jemand in den letzten Monaten eine Infektion hat. Können Sie noch ungefähr berichten, welche Bedeutung die Studie zum Beispiel im Vergleich zu der von der NZ koordinierten Studie auf Antikörperüberprüfung, die über 100.000 Menschen stattfinden soll? Also ist die Erkenntnis sozusagen den Wiener Gewinnen so wertvoll wie die einer solchen viel größeren Studie? Ich glaube, die Studie von Hammerstedt kenne ich nicht im Detail, aber wenn die Antikörper von 100.000 Menschen testen will, zieht sie auch auf die Dunkelziffer. Aber um 100.000 Menschen zu testen, braucht man einige Monate. Und das wird wahrscheinlich über die Blutbanken gemacht werden, sodass über den Blutbanken im Moment noch keine durchinfizierten Menschen drin sind. Also so eine Studie kann man über Blutbanken eigentlich machen. Sodass das eigentlich sogar ein paar Jahre dauern wird, bis man da gesichert Ergebnisse haben kann. Aber die Studie kenne ich nicht im Detail. Aber
Das heißt, im Grunde, die, von der Validität her, ist Ihre Studie sozusagen ewig belastbar wie so eine Studie. Mehr Datenpunkte sind immer belastbarer, aber ich glaube, wir können nicht warten auf 100.000 Teilnehmer, dass sie daran teilgenommen haben. Weil schon 1.000 alleine, wenn man jetzt sich vorstellt, dass man das Blut von 1.000 Menschen prozessieren muss, eine Blutprozession dauert 4 Stunden, da kann man sich ja durchrechnen dann am Ende, wie lange es dauern wird, sodass auch 100.000 Menschen die jetzt ab heute zu testen, auch noch in den nächsten Wochen ein Ergebnis finden würde. Ich würde euch da gerne was zu ergänzen. Um den Umweltaspekt, das sind ja zwei vollkommen verschiedene Ansätze, das hat der Professor Stricker auch schon gesagt, und verschiedene Zielsetzungen. Und ich glaube, einfach die Zielsetzung jetzt auch eben vom Landkreis Heinsberg ist ja einfach jetzt auch ziemlich zügig sehr praktische Maßnahmen ableiten zu können aus den Risikoabschätzungen, die wir auf Basis einer sehr breiten Datenbasis, die wir jetzt so schnell wie möglich eruieren können, abzuleiten. Das von daher wird die Fragestellung ganz anders. Und wir haben im Prinzip dieses Ganzheitliche mit der Umwelt. Das ist das, was auch tatsächlich den Menschen jetzt fokussiert und worum es jetzt gerade geht. Wie geht es weiter mit dem Leben? Was mache ich? Wann werden die Maßnahmen gelockert? Ich denke, das ist auch eben die Zielsetzung, eben, die jetzt für uns akut auch im Vordergrund steht. Also diesen Punkt würde ich gar nicht unterschätzen, weil viele Fragen laufen auch hier von Bürgern bei uns auf. Wie ist das beispielsweise beim Einkaufen? Kann ich den Einkaufswagen anpacken? Muss der jetzt infiziert werden nach diesem Mal? Wie ist es mit der Nahrung? Wie ist es mit meinem Umfeld? Auch da ist ja zum Teil vielleicht bei den Menschen, weil keiner kann es im Moment richtig sagen, eine Übervorsicht da, dass man sagt, ich habe da Angst vor Situationen, die vielleicht total ungefährlich sind. Wir haben während der letzten Wochen, ist die Uni Bonn ja schon mal hier vor Ort gewesen, ne? Wir haben schon mal, auch da schon mal Blutproben entnommen und schon mal erste Eindrücke gewonnen. Und das war eigentlich jetzt hier die Zusammenhalt verstetigen. Und wir wollen eigentlich auch, und dieser Punkt mit der Hygiene ist nicht zu unterschätzen, natürlich auch in unserer praktischen Empfehlung als Krisenstab natürlich da noch 1:1 das umsetzen. Denn wir haben ja insbesondere auch in alten Pflegeheimen, ne, auch wenn die Zahlen stagnieren, aber auch da sind wir ja transparent in der Situation, dass uns das schon Sorgen macht. Wie diese wunderbaren Einrichtungen wirklich auf Dauer geschützt werden können. Und wenn das einmal in so einem Altenheim auftritt, dann kann das ganz schnell auch eskalieren. Das, da haben wir schon Fälle und wir sind da auch nicht ganz verschont vor. Ja. Achso, ich muss mich da einstellen, ja. Okay. Ich habe mal eine Frage, Herr Buschler. Nach der ganzen Wochen und Tagen der, sag ich jetzt mal, Stigmatisierung des Kreises Heinsberg, fiel es Ihnen schwer, so einer Studie, die ja dann auch in Verbindung kommt, wieder mit dem Kreis Heinsberg zuzustimmen? Oder haben Sie gesagt, das ist jetzt vielleicht auch für uns ein Turnaround, um zu sagen, jetzt wollen wir auch was zeigen und gehen, dass Deutschland besser vorbereitet ist? Also es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Wir sind ja offen und haben nicht gesagt, wir jammern jetzt rum, sondern ich denke, wir packen an und wollen unseren Beitrag dazu leisten, quasi als Mikrokosmos. Ne? Wir sind, und das ist auch ganz wichtig, wir sind ungefähr 2,5 Wochen, sagen uns viele Experten, aktuell mit der Professor Ittel vom Uniklinikum, ungefähr 2,5 Wochen vor der Lage. Das heißt, wir sind heute in einer Situation, die, wenn um Ostern dann politische Entscheidungsträger entscheiden sollen, denen ja auch dann vielleicht das überspielen, was gerade zurück im Land noch der Westfalen-Fakt ist. Während bei uns die Zahlen stagnieren, rechtlich, und das sieht man ja auch in der Entwicklung, die ich jeden Tag mir angucke, dass wir alle die Zahlen noch weiter steigen. Das heißt, es freut sich ja irgendwo aus. Und man muss ja dann auch wenn das eine repräsentative Studie ist, ja auch überlegen, wo bin ich denn jetzt angekommen? Das heißt, man muss eine Art von Kommunikation schaffen, da möchten wir einfach ein gutes Beispiel abgeben, wo in einer Art Teamleistung, das wird bei uns ja ganz groß geschrieben, mit der Bevölkerung im Boot, ich glaube, das ist ein Punkt, den man gar nicht unterschätzen sollte bei so einer Studie, denn es muss eine unwahrscheinliche Bereitschaft der Bevölkerung da sein, bei so einem kleinen Raum, wenn da die Hälfte oder zwei Drittel sagen, ich opfere jetzt nicht die 30 Minuten, die 40 Minuten, die 50 Minuten, gehe da hin und lass mich nochmal pieksen, dann sind solche Studien ja auch im Grunde genommen vielleicht schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber wir Heinsberger haben uns in den letzten sechs Wochen wirklich solidarisiert. Wir haben mit vielen unschönen Erfahrungen gemacht, aber vielleicht können wir jetzt auch, und da wollen wir kein Mitleid, da wollen wir einfach Respekt der Öffentlichkeit, dem Land, dem Bund zeigen, wir möchten mit Respekt behandelt werden, wir haben es das auch verdient, weil wir jetzt wirklich daran mitarbeiten, etwas zu entwickeln, was uns unser aller Alltag hoffentlich positiv beeinflusst in absehbarer Zeit. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Streeck. Sie hatten gesagt, dass das eine große Chance sei, diese Forschung hier
ich sage jetzt mal ländlich und klein und Raubbesetzung, haben Sie ein bisschen erläutert? Einmal ist die Chance dabei, dass wir relativ genau wissen, wann das Virus in den Ort gekommen ist. Das gibt es in einigen anderen Settings auch, aber hier haben wir eben die Möglichkeit, zumindest in den, weil sich die Bürger ja auch sehr gut kennen, sehr gut miteinander auch vernetzt sind, nicht viele äußere Einflüsse reingehen, aber auch nicht sehr viel rausgehen, so relativ gut die Möglichkeit nachzuvollziehen, wie sich die Infektionsketten abgespielt haben könnten, bei welchen Ereignissen Übertragungen stattgefunden haben könnten und daraus ableiten, zum Beispiel auch Fragestellungen zu entwickeln, ob man, wenn man jetzt 15 Minuten zusammen in einem Raum ist und eng miteinander redet oder mit 5 Minuten, solche Fragestellungen zu entwickeln. Dann gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, natürlich auch über die Verhältnisse in den Familien zu sehen, also von Virenübertragung in den Familien zu verstehen und von Kindern zu Kindern über zu Erwachsenen. Wenn man sowas in Berlin zum Beispiel machen würde, dann wäre das fast unmöglich, weil wir gar nicht, einmal gibt es nicht so viele größere Familien dort und zum anderen ist die Verbreitung dann sehr viel weiter und sehr viel weiter auch auseinander, dass das ja, sehr viel schwieriger wird. Also es gibt so ein paar Bereiche hier, die einfach den Kreis Heinsberg zu einem guten Studienzentrum macht und das, ich glaube, das, was Herr Pusch eben auch schon gesagt hat, die Mitarbeit der Bevölkerung ist hier wahnsinnig hoch, also wir haben auch selber in der Biologie viele Anrufe bekommen und sind unheimlich herzlich aufgenommen worden und ja auch vom Team der Verwaltung, die innerhalb kürzester Zeit uns nicht nur Informationen bereitgestellt haben, aber auch praktisch uns geholfen haben, dass wir wirklich auch heute beginnen können. Darf ich noch eine Frage nachlegen? Wir haben ja gerade auch Kritik am RKI geäußert, weil wir gesagt haben, das müssen eigentlich so eine Studie machen. Hätte man nicht schon viel früher so eine repräsentative Studie in Deutschland machen können? Ich meine, seitdem das Virus sozusagen sind fast 7 Wochen vergangen in Deutschland. Und das lag sich nochmal ein Tag jeder Bundestagswahl ab innerhalb von wenigen Stunden. Hätte man das nicht auch repräsentativ längst in Deutschland machen können, um mehr Erkenntnisse, mehr Fakten zu sammeln? Freundliches Nicken. Also im Grunde haben wir fast Zeit verloren. Ja, ich meine, man, im Nachhinein weiß man ja, aber darum zögere ich so ein bisschen. Im Nachhinein weiß man natürlich vieles immer besser, aber man hätte früher reingehen können, dass die Infektionsketten besser zu verstehen und auch schneller Maßnahmen ableiten können. Gerade in den ersten Ausbrüchen hätte man danach gut sehen können, wie verteilt es sich, also man könnte so ein Real-Life-Szenario sehen, wie verteilt es sich denn gerade überhaupt weiter im Februar. Das ist nicht gemacht worden, das war es in meinen Augen eine verpasste Chance. Weil im Nachhinein detektiv zu sein, ist immer viel schwerer, als wenn man live dabei ist. Ne? Gut, ich sehe jetzt keine Fragen mehr, dann bedanke ich mich bei der Presse. Wenn noch Einzelanfragen sind, ich weiß nicht, wie lange dein Zeitfenster noch geht, aber vielleicht, dass wir uns noch eine halbe Stunde dann durchkriegen, weil der Presseschläger weg muss.